direkt auf den Poshi. Richtig gut. Oh, das wird immer peinlicher, je öfter ich es mir ansehe. Oh, Polly, es tut mir wirklich so leid. Sogar Klumpi fühlt sich echt mies. Danke. Das macht es aber auch nicht besser, dass ich die Lachnummer der ganzen Schule bin. Wir können die Vergangenheit nicht ändern. Was sollen wir tun? Eine Zeitmaschine bauen? Na, natürlich nicht. Sei doch nicht albern. Aber wie wär's mit einem Zeitverschluss? Der Name ist echt gut. Und was macht er? Er ist der Schlüssel, um Klumpis peinliches Benehmen zu vermeiden. Der Zeitverschluss öffnet ein Zeitfenster zur Vergangenheit und ich kann mein früheres Ich rechtzeitig warnen, bevor Klumpi auf die Bühne geht. Eine Zeitmaschine. Mädels, wir brauchen jede Menge Power. Knapp, Polly. Wenn du in der Vergangenheit ankommst, hast du genau 10 Sekunden, bis Klumpi auf die Bühne geht. Jede Menge Zeit. Gehen wir es an. Legen wir los. Klumpi, da bist du ja. Oh, gerade noch rechtzeitig. Hey, Vergangenheits-Polly, schnapp dir Klumpi. Was ist das? Halt Klumpi auf, bevor es zu spät ist. Hi, ich bin Polly. Autschi, Bautschi. Nein! Okay, das lief nicht wie erwartet. Shani, können wir den Zeitverschluss früher starten? Moment mal, lass mich mal. Entschuldige, Polly, der Zeitverschluss hat ein Zeitlimit. Wir haben immer nur diese 10 Sekunden, um Klumpi aufzuhalten. Dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Okay, lass so bereit machen. Laila, fangen wir uns einen Klumpi. Neuer Plan. Wenn Sie Klumpi nicht sehen, können Sie nicht über ihn lachen. Mach das Licht aus, Lani. Hey, wieso ist das Licht aus? Scheinwerfer an. Hi, ich bin Polly. Oh, komm schon. Klappt einfach nicht. Egal, was wir versuchen. Klumpi landet auf der Bühne und aus mir wird ein Witz. Wir müssen es halt weiter versuchen. Wenn wir diesen Teil doch einfach überspringen könnten. Warte, das ist es. Den Teil müssen wir überspringen. Ich reise in die Zukunft und frage mein zukünftiges Ich, wie wir Klumpi stoppen können. Shani, gibt es eine Möglichkeit, wie wir die Zeit vorspulen können? Mal sehen. Ich hab's. Ich hab den Zeitverschluss bereit gemacht für einen letzten Sprung in die Zukunft. 2 Wochen ab jetzt. Wir haben einen Versuch. Gut, das muss funktionieren. Starte den Sprung. Oh, komm. Ich etwa ungelegen? Nein, nein, wir haben dich erwartet. Hey, Team, die Vergangenheits-Polly ist hier. Hey, Vergangenheits-Polly. Hey, Vergangenheits-Polly. Also, was macht ihr denn da genau? Naja, Shani wollte die fluffigsten Zimtrollen aller Zeit machen. Ich liebe fluffiges Gebäck. Was ist daran falsch? Und deswegen haben wir was erfunden. Den Fluffigofen 2000. Kein toller Name, wenn du mich fragst. Wir haben keine Zeit, um ihn umzubenennen. Und naja, sie sind etwas zu fluffig. Aber was wolltest du? Oh ja, ich muss dich nur ganz schnell was fragen. Wie hast du Klumpi damals davon abgehalten, uns vor der ganzen Schule zu blamieren? Ach, das klappt nicht. Was? Denk nach. Das hier ist doch die letzte Zeitverschlussfahrt. Du kannst jetzt nicht mehr zurück, um Klumpi aufzuhalten. Aber das muss ich. Wenn ich ihn nicht aufhalte, sind wir auf ewig eine Lachnummer. Warte kurz. Hey, Laila, weißt du noch, als Klumpi mich vor ein paar Wochen auf der Bühne blamiert hat? Oh ja, das. Nicht wirklich. Seitdem ist schon wieder so viel passiert. Shani, erinnerst du dich an die Klumpi-Poshi-Sache? Oh ja, ganz schwach. Polly, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Vertrau mir, das ist alles ganz schnell vergessen. Es wird alles gut, ich versprech's. Okay. Apropos Abenteuer, ich glaube, ich muss los. Oh, eine Sache noch. Pass auf Klumpis Tränenpfütze auf. Oh, wirst schon sehen. Danke, Mia. Nichts zu danken. Laila, starte den Gebäckpolarisator! Und? Hat dein Zukunfts-Ich dir helfen können? Irgendwie schon. Wir müssen einfach abwarten und Tee trinken. Na los, Mädels, auf zu neuen Abenteuern! Vorsicht, Klumpis Tränenpfütze! Ist schon okay,
Klumpi, ist nichts passiert. Kommt schon, die Wissenschaft wartet. Das wird nie jemand sehen, Leila. Das wird nie jemand sehen.